Charakter, The Rising of the Shield Hero. Dieses Mal ist unser Hauptcharakter ein Otaku-Loser, der sein Leben nur so dahin lebt. Ja, aber Isekai Animes ist es eigentlich immer das Gleiche. Aber naja, wenigstens wird er hier nicht von Almighty Truck-Kun geradet. Er wird nämlich beim einfachen Lesen eines Buches in eine Fantasy-Welt geportet. Doch dabei ist er nicht der Einzige. Drei andere wurden nämlich auch mit ihm beschworen. Wir haben also den Held des Schwerts, den Held des Speeres, den Held des Bogen und unseren Boy Naofumi mit dem Schild. Sie wurden auch hier in diese Welt beschworen, weil, naja, Mobs am Spawnen sind und ihr Königreich auseinandernehmen. Um den Menschen hier also zu helfen, müssen sie aber erstmal richtig fett leveln. Aber hey, wenigstens bekommt er beim Auswählen der Begleiter eine rothaarige Anime-Waifu für seinen Squad. Problem ist nur, dass Naofumi als Held des Schilds keine andere Waffe führen darf. Er kann also nicht alleine kämpfen und möchte deshalb seine Begleiterin Mine als Schwert benutzen. Also gibt er sein restliches Geld für sie aus. Doch am nächsten Morgen sieht es dann ziemlich schlimm für ihn aus. Naofumi wurde nämlich nicht nur komplett ausgeraubt, nein, die Ritter nehmen ihn hier auch gefangen. Was daran liegt, dass Mine behauptet hat, dass Naofumi sie, naja, knacken wollte. Ihm hört also hier keiner zu. Sie verurteilen ihn und Naofumi erkennt, dass Mine ihm alles nur vorgespielt hat. Er wird also nun von allen gehatet, aber sie können ihn leider nicht in seine Welt zurückschicken. Denn wenn sie das tun würden, müssten alle anderen Helden mit ihnen gehen. Er kackt also hier auf alle und geht auf dieses andere Singleplayer-Abenteuer. Aber hey, der Ehrenschmied glaubt an ihn und gibt ihm deshalb einen Aufklärungstruppmantel mit auf den Weg. Aber wie erwähnt, ohne Waffe dauert das Leveln hier länger, als ich dafür brauchen werde, Fairy Tail in Minuten fertig zu machen. Doch Naofumi bemerkt, dass er durch das Füttern seines Schildes neue Fähigkeiten erlangen kann. Trotzdem levelt er hier überaus langsam, weswegen er auch in den Handel mit einem Sklavenhändler kommt. Da Naofumi in seinem vorherigen Leben ein ziemlich großer One Piece Fan war, wie so ziemlich jeder andere Mensch auch, kaufte sich hier auch einen Chopper. Nämlich einen Halbmensch, Halbwaschbärmenschen. Ihr Name ist Raftalia und mit ihr zusammen kann er dann auch mal so richtig gut leveln. Doch Naofumi spielt hier eigentlich mehr den Babysitter als Teamführer. Sie werden also hier zum richtig süßen Vater-Tochter-Duo. Um aber mehr abcashen zu können, suchen sie eine Erzmine auf. Leider hat sich dort ein echt fieses Monster eingenistet. Und das Vieh hier ist das gleiche, das die Eltern von Raftalia umgebracht hat. Um das Ding also hier zu besiegen, hängt Naofumi hier alles weg. Doch Raftalia hat immer noch viel zu viel Angst, um anzugreifen. Also bricht Naofumi den Angriff ab und sagt ihr, dass sie flüchten soll. Weil sie aber natürlich nicht mehr alleine sein möchte, fasst sie hier neuen Mut und bringt das Ding doch noch um. Und eine Woche später ist Raftalia dann einfach mal so ein Teenager geworden. Naofumi trifft dabei auch wieder auf den Speerhut-Sohn, der hier vor Raftalia antießt, dass der Schildheld wirklich kacke ist. Es bleibt hier aber keine Zeit, da die erste Welle der Monster hier losgeht. Deswegen wird Naofumi auch sofort dorthin geportet. Er beschützt also hier ein ganzes Dorf und wie jeder guter Tank nimmt er die Aggro der Monster auf sich. Und nach einem kleinen Fall gelingt es ihn also hier, die Welle abzuwehren. Außerdem ist durch diesen ganzen Fight Raftalia dann irgendwie ausgewachsen. Ja, das mit der Vater-Tochter-Dynamik sollten wir wohl schleunigst vergessen. Auch wenn Raftalia Naofumi trotzdem noch Daddy nennen möchte. Wie dem auch sei, Speerhut Sohn fordert hier auch ein Duell mit Naofumi, weil er eben sauer ist, dass Naofumi Raftalia als Sklaven hält, obwohl er eigentlich nur Gutes für sie tut, aber der Speerhurensohn kann halt nicht so weit denken. Und auch die anderen sind hier völlig entsetzt. Er macht eine Sklavin zu seiner Begleiterin? Also wirklich, tiefer kann man gar nicht sinken. Bro, halt's Maul, du bist die Bootleg-Version von Kirito und dieser ist ja schon die Bootleg-Version von Guts. Anyways, mal wieder kommt es dazu, dass alle Naofumi haten. Und so muss er also kämpfen, um Raftalia zurückzugewinnen. Leider kann er alleine aber nur abwehren und durch seine ganzen Skills kann er sich doch nochmal wehren. Weil aber Speerhut-Sohn einfach mal einen Final Flash mit seinem Speer abfeuert, gewinnt er den Kampf hier doch noch. Würde ich sagen. Jedoch hat Mine sich hier in den Kampf eingemischt, um Naofumi zu lähmen, damit er den Angriff gar nicht parieren kann. Natürlich glaubt ihn das aber hier keiner. Was daran liegt, dass Mine die Tochter des Königs ist. Doch die anderen beiden Helden geben unserem Schildhelden hier Rücken und exposen Mine. Auch Raftalia weiß zwar über die Gerüchte ihres Meisters Bescheid, doch auch ohne den Sklavenvertrag will sie immer noch Naofumi zur Seite stehen. Dieser ist jedoch komplett im Hass verfallen und ist kurz vorm Ausrasten. Bevor es jedoch soweit kommt, kann sein Chopper ihn nochmal beruhigen. Denn auch wenn alle gegen ihn sind, wird sie immer für ihn da sein.
Also, machen wir weiter im Text. Für den Raid von vorhin bekommen auch alle Helden ihre Belohnung. Jedoch nimmt der König dann den Anteil von Naofumi weg, weil er eben Sklaven hält. Nach der ganzen Nummer macht Raftalia sich dann auch wieder ein Sklaventattoo. Darüber hinaus nimmt Naofumi auch hier ein Digi-Ei mit, aus dem dann ein Chocobo schlüpft. Und wie jeder gute Minecrafter hat er das Ding mit Hilfe von Knochenmehl in 2 Tagen hochgelevelt. Weil der Speerhurensohn dann mal wieder ein Dorf abpacken möchte, muss Naofumi in der Runde Mittelalter-Kart gegen ihn zocken. Ja, fragt nicht. Sagen wir es einfach mal so, der blaue Panzer hat auch schon vor dem Rennen getroffen. Übrigens hat sein Digimon Philomon ebenfalls eine Menschenform. Fürs Erste geht Naofumi aber hier von Dorf zu Dorf, um ordentlich abzucashen. So kommt auch das Gerücht auf, dass er ein Heiliger ist, der alle heilen kann. Und naja, wenn dann Leute auftauchen, die sie ausrauben wollten, wurden die einfach easy auseinandergenommen und der Schildhomie hat dann einfach mal die Räuber ausgeraubt. Weil er dabei auch einen Schmuckhändler gerettet hat, hat er mehr übers Geschäft gelernt. Der Händler hat ihn auch gesteckt, wo er einen Infinity Stone finden kann. Na gut, eigentlich nicht. Er braucht hier nämlich einen komischen Kristall, um Kleidung zu craften, die eben in Philos normaler Gestalt und Chocobo-Form bestehen bleibt. Also naja, brauchen sie dann eine ganze Folge dafür auf, was bei Battleshonen-Charakteren einfach so funktioniert. Sie werden dabei auch von einem Löwen abgefuckt, mit dem nicht einmal Dean Schneider zurechtkommen würde. Doch mit einem kleinen Schrei und Mortal Kombat-Schelle geht das Ganze dann fix für unseren Squad. Bei seiner nächsten Quest rettet er dann ein Dorf, was eigentlich nur in Schwierigkeiten steckt, weil der Speerhurensohn einen Pflanzensamen, den er von einem Dungeon hat, dort liegen gelassen hat. Demnach geht Schildhomie seine Suppe auslöffeln. So schaltet er auch Pflanzen-Pokémon-Kräfte frei. Und beim nächsten Dorf heilt Naofumi wieder viele Menschen, weil Ren, also Bootleg Kirito, den Drachen umgebracht und nicht aufgeräumt hat. Da es sich dabei um einen Giftdrachen handelt, breitet er sich so eine solche aus. Leider wird es dann aber nicht so einfach, das Ding zu entsorgen, weil, naja, es noch am Leben ist und sich einfach mal so Naofumis Chicken Nuggets snackt. Da er Philo auch seit ganzen 2 Wochen kennt, triggert ihn das richtig und gibt ihm Zugang zu seinem Zornschild. Womit der Drache überhaupt keine Chance mehr hat und sich selbst anzündet. Naofumi stellt sich dabei auch Mind vor und dreht hier komplett durch. Doch Raftalia gelingt es hier erneut, ihn aufzuwecken. Wobei Naofumi erst bemerkt, dass er alles in seiner Umgebung kurz und klein geschlagen hat, selbst Raftalia. Naofumi checkt also, dass er bei dieser Kraft das Balancing rausbekommen muss. Darüber hinaus beißt sich Philo dann einfach mal so ihren Weg raus. Um seine Waifu Numero Uno jetzt aber zu heilen, müssen sie eine Kirche aufsuchen. Doch bevor sie dort eintreffen, finden sie ein weiteres Mädchen, weil Isekai-Protagonisten ja nicht mit einem anderen Schwanz rumlaufen können. Ich meine, bei Tsuboru zählt das nicht. Kirito hat klein einfach geghostet. Und kommt schon, Leute, eins chillt nur mit NPCs. Rudeus ist aber der einzige Ehrenmann. Nur hat der Bruder eben ganz viele andere Baustellen. Auf jeden Fall hat das Mädchen hier ihre Gruppe verloren und schließt sich unserer an. Philo bringt sie also zurück in die Stadt und Naofumi schaut bei der Kirche vorbei. Glauben Sie an Wunder? Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft und gefirmt habe. Okay, nein, das ist nicht so abgelaufen. Er bekommt hier nämlich eigentlich nur Weihwasser für Raftalia. Und dann, taucht der Speerhurensohn Team Rocket mäßig auf und möchte wieder angreifen. Dieses Mal heult er nämlich rum, weil Naofumi angeblich Philo als Sklaven hält. Aber in Wahrheit ist er einfach nur scharf auf seinen Chicken Wing. Die anderen stellen sich dann mal wieder gegen unseren Boy. Aber dieses Mal läuft das Ganze anders ab, weil eben Melty hier das Ganze stoppt. In Wahrheit ist sie nämlich die Schwester von Mine und damit auch die Tochter des Königs. Philo tut dann auch wieder was für die gesamte Menschheit, indem sie eben die Chance darauf verringert, dass der Speerhurensohn sich irgendwann fortpflanzt. Melty hat also hier Naofumi zwar aus der Patsche geholfen, aber natürlich vertraut Shield Bro niemanden aus der Königsfamilie. Er möchte also nichts mehr mit ihr zu tun haben. Da auch das Level unserer Gruppe mittlerweile hoch genug ist, möchten sie hier ihre Klasse upgraden. Doch die Kirche pfeift dann auf ihn und lehnt ihn ab. Also geht es hier mal wieder zum Sklavenwender. By the way, finde ich es auch mehr als weird, dass Naofumi einfach mal so der beste Freund von dem Sklavendude ist. Jedenfalls steckt er ihm hier, dass er den Klassenwechsel zu einem normalen Preis in einem anderen Land vollziehen könnte. Bei seiner weiteren Reise bekommt er dann mit, dass der Bogenhomie eine Revolution angezettelt hat. Deswegen mussten Menschen ihr Land verlassen und müssen nun Hunger leiden. Wenig später konfrontiert Naofumi dann die beiden anderen Helden damit, dass er ihre Suppe im wahrsten Sinne des Wortes auslöffeln musste. Für einen Streit bleibt aber keine Zeit, weil die nächste Welle schon ansteht. Dieses Mal sind auch reichlich viele Goblins am Start, was ganz sicher nichts Gutes heißt. Jedoch hat Naofumi nicht wirklich Bock auf den Plot von Goblin Slayer und deswegen haut er hier alle kaputt. Und man muss wirklich sagen, die Omi hier ist auch nicht schlecht.
Dieses Mal geht's also auf das alte Schiff von Brooke. Naofumi checkt hier auch sofort, dass man nur mit einer Sonnenblende weiterkommt, weil die Schatten eben die wahren Monster sind. So schalten sie auch den Endboss frei, dem sie hier alle noch lange nicht gewachsen sind. Unser Shield-Homie geht das Ganze aber hier mit Strategie an und haut den Boss langsam runter. Da das jedoch zu lange dauern würde, will Naofumi wieder den Zornschild rauskramen. Durch diesen kann er auch den Hass des Zombie-Drachen nutzen. Dieses Mal kann Naofumi aber den Zorn kontrollieren und so das Monster einsperren, um ihn mit seinem Finisher Move Iron Maiden easy platt zu machen. Doch ein weiterer Gegner macht das Viech hier wirklich platt und scheint noch viel mächtiger zu sein. Sie ist nämlich ihre nächste Gegnerin. Und an dieser Waifu prallen wirklich alle Anmachsprüche ab. Selbst Naofumi Scott geht dieses Mal baden. Und auch sein Zorn-Skill hat hier überhaupt keine Chance, weswegen er die Flucht ergreift. Sie kommen hier auch nochmal mit dem Leben davon, weil die Welle jetzt vorbei ist. Um also das nächste Mal gewappnet zu sein, gehen sie in die nächste Stadt, um den Klassenwechsel zu vollziehen. Doch dabei geht Matey ihnen wieder auf den Sack. Sie möchte nämlich, dass Naofumi sich mit dem König verträgt. Glücklicherweise bemerkt Naofumi hier noch frühzeitig einen Verrat und kann so Matey beschützen. Daraufhin bricht zwar ein Angriff aus, aber die Soldaten haben hier keine wirkliche Chance. Was wiederum daran liegt, dass sie hier mit Absicht verloren haben. Damit sie eben den aufgenommenen Kampf mit Premiere Pro editieren können, damit alle denken, dass Naofumi die Soldaten abgeschlachtet hat. Hinter diesem Game of Thrones mäßigen Move steht natürlich mal wieder die Schwester von Matey, nämlich Mine. Sie möchte nämlich ihre Schwester umbringen, um vor ihr in der Thronfolge dran zu sein. Wenig später wird unsere Truppe also gestellt und die anderen Helden glauben mal wieder den ganzen Fake News. Außerdem tischt Mine hier eine weitere Lüge auf. Sie sagt nämlich, dass Naofumi wohl die Fähigkeit haben soll, mit seinem Schild eine Gehirnwäsche durchzuziehen. Damit steht Naofumi zwar mit dem Rücken, naja, zur Klippe, aber wenn Matey jetzt mitgehen würde, würde sie zu 100% umgebracht werden. Mit Philo können sie zwar hier die Flucht ergreifen, doch Speerhurensohn hat sich einfach mal so eine extra Fußschelle, die für Philo angefertigt wurde, besorgt. Oh Mann, der Typ ist einfach nur krank. Mit Raftalias Laserschwert und Philos ernsthaften Punch können sie dann aber doch nochmal abziehen. Da Naofumi aber von allen nun übergehatet wird, versucht er irgendwie zur Königin zu kommen, da sie in diesem Land mehr Macht hat als der König. Dabei trifft er auch auf den klassischen Anime-Charakter, dessen Augen so schmal sind, dass er nur zwei Rokostriche hat. Doch ein anderer Adliger spürt sie dann ein wenig später auf und nimmt Matey mal wieder gefangen. Er steckt auch hier mit der Kirche zusammen und möchte den Schild ausliefern. Außerdem ist er derjenige, der damals Raftalia verkauft hat. Und ja, deswegen wird er auch von ihr absolut aus dem Leben geraidet. Aber richtig sterben tut er es dadurch, dass er, naja, einfach mal so stolpert. Unser Squad befreit also hier die Sklaven von dem Typen und Raftalia trifft so auf ihren alten Freund wieder. Nur ist halt ihre alte Freundin von damals mittlerweile noch dürrer als manche Supermodels. Wie dem auch sei, der Adlige von eben ist übelst aggro und hetzt nun ein Riesenungeheuer auf unseren Schild. Nur geht das halt nicht so gut für ihn selbst aus. Unsere Truppe flüchtet also hier als erst aus der Stadt und nimmt es mit dem CGI-Dino auf. Glücklicherweise greifen ihn hier die Schokobos unter die Arme, was daran liegt, dass die Königin von ihnen Interesse an Philo entwickelt hat. Und Mann, diese Shishi Sonson das Ding einfach mal so weg. Von ihr erfährt Naofumi dann auch mal, dass auch in anderen Teilen der Welt Wellen auftreten. Sie ist zwar hier erstmal ganz korrekt, aber als sie von Naofumi erfahren hat, dass er nicht mit den anderen Helden zusammenarbeiten möchte, möchte sie, naja, alle anderen Helden umbringen, damit neue spawnen und die dann zusammenarbeiten. Naofumi hat aber trotzdem keinen Bock, mit den anderen Pappnasen gemeinsame Sache zu machen. Also schlägt Vittoria hier ein Duell mit Philo vor. Wenn sie nämlich beweisen können, dass sie alleine gegen eine Welle bestehen können, möchte sie es gut sein lassen. Philo geht hier zwar down, aber weil Naofumi dann eine Jürgen Klopp-mäßige Rede droppt, kann sie Vittoria doch nochmal treffen. Und damit gewinnt sie auch das Privileg, die nächste Thronfolgerin der Chocobos zu werden. Außerdem bekommt Naofumi dafür auch ein kleines Upgrade. Trotz allem erkennt Naofumi dann aber, dass er das Problem mit den anderen Helden und dem Speerhurensohn trotzdem klären muss. Und ja, übrigens, die Anführerin der Chocobos, Vittoria, sie wurde auch vor hunderten von Jahren vom legendären Held des Schild aufgezogen. Am nächsten Morgen portet sie dann unseren Squad in die Nähe der anderen Helden. Leider trifft Naofumi dann aber zuerst auf den Speerhurensohn, mit dem sich natürlich mal wieder überhaupt nicht reden lässt. Anscheinend wurde er hier aber stark manipuliert, weil er nämlich glaubt, dass Shield Bro die anderen beiden Helden umgebracht hat. Also bricht hier mal wieder ein Fight aus. Doch während diesem Kampf schaltet Naofumi eine neue Combo frei und kann so die Skillpunkte vom Speerhurensohn
so ein Clown. Und mit Hilfe seiner anderen Homies kann er den Kampf hier gegen ihn gewinnen. Weil Philo aber in ihrem Urin spürt, dass gleich ein Final Flash auf sie zukommen würde, fährt Naofumi hier schnell die Schilde hoch. Philo sollte hier auch recht behalten, denn die Kirche mischt hier auch mit. Sie möchten nämlich die Helden alle ausschalten, weil der Anführer von ihnen selbst zum König werden möchte. Außerdem haben die Helden ja bis jetzt nur immer wieder Katastrophen über die Menschen gebracht. Der Bruder hat also hier einfach mal so seine Kopie der vier heiligen Waffen rausgekramt, um ihnen den Arsch zu versohlen. Das ist wohl der mieseste Cheat, von dem ich je gehört habe. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Der Typ saugt also hier das gesamte Mana seiner Gemeinde ab, um einen Überangriff abzufeuern. Doch Itsuki und Ren, die anderen beiden Helden, sind doch noch am Leben. Zusammen mit ihnen kommen sie also hier durch die Barriere durch und danach, naja, roastet Naofumi nochmal alle. Weil er eben ihre Scheiße immer wieder ausbaden musste. Nach einem 20-Minuten-Talk, wo er ausgeführt hat, warum die anderen drei Helden alle Scheiße sind, denkt er nochmal an Vitoria und versucht hier, das Kriegsbeil zu begraben. Nur sperrt der Boss von der Kirche sie hier leider ein. Da der Papst auch hier einen weiteren Final Flash vorbereitet, greift Naofumi hier wieder auf den Zornschild zurück. Und schaut mal auf den Iced Out Drip, Leute. Denn unser Bruder hier hat einfach mal den Fired Out Drip am Start. Bevor er aber mal wieder die Kontrolle verliert, ist auch die Kraft der Freundschaft hier stark unterwegs. Dank seines Gott wacht er nämlich hier auf und verfällt nicht im Zorn. Die Attacke des Priesters ist damit also ein Klacks und zusammen mit den anderen Pappnasen machen sie dem Papst ordentlich Feuer unterm Hintern. Damit eben Ren kritten, Speerfuzzi pieksen und Naofumi ihn brutzeln kann. Leider steht er danach immer noch und zündet dann seine schlimmste Attacke. Sie hören nämlich nun die ganze Zeit die Lache des Priesters. Bevor sie hier aber vollkommen untergehen, kommt die Königin dazu und friert seinen Arsch ein. So kann Naofumi ihn also endgültig finishen. Oh, wobei, anscheinend nicht ganz, denn unser Boy blutet hier einfach mal aus. Das ist nämlich der Preis, den er zahlen muss, damit er den Pubs wegraiden konnte. Der Kampf ist hier also vorbei und Fumi wacht wenig später bei der königlichen Familie wieder auf. Von der Königin erfährt er dann auch mal, dass die Helden eigentlich in alle Königreiche geportet werden sollten. Doch weil der König sich ordentlich Eier geschoben hat, hat er alle egoistisch für sich beschworen. Außerdem wurde unser Schildboy auch die ganze Zeit nur gehatet, weil der Schildcousin vom letzten Mal Beef mit dem Königreich hatte. Um also nun endlich den Namen von Naofumi reinzuwaschen, möchte die Königin ihren Mann und Tochter dafür bestrafen. Sie setzt also hier ein Sklavensiegel ein, damit keiner von den beiden lügen kann. Weswegen Meiti natürlich den versuchten Mord an ihrer Schwester zugibt und auch die Wahrheit darüber aufdeckt, dass Naofumi sie in Folge 1 gar nicht befummelt hat. Und ja, Freunde, für das Sklavensiegel gab es keinen anderen Ort. Man musste es natürlich genau dort platzieren. Und ja, der König war zwar ein Hund, aber technisch gesehen hat er das alles nur getan, um seine Familie zu beschützen. So oder so verurteilt die Königin die beiden hier zum Tode. Weil Shield Homie aber natürlich ein Ehrenbro ist, stoppt er hier die Hinrichtung. Die beiden überleben zwar, aber heißen ab sofort Abschaum und Flittchen. Und übrigens, die Königin hat auch prediktet, dass Naofumi sie verschonen würde, also hat sie hier mit der Hinrichtung sehr, sehr scharf gepokert. Naofumi wird also nun von allen im Dorf so richtig doll respected, auch wenn er nicht den richtigen Mantel dafür trägt. Demnach kann er jetzt auch ohne Probleme ihre Klasse upgraden. Und wer jetzt gedacht hat, dass sie durch das Klassen-Upgrade nun freizügiger rumlaufen, wie es eigentlich in jedem MMORPG der Fall ist, muss ich euch leider enttäuschen, denn ja, ihre Outfits bleiben einfach gleich. Daraufhin tauscht Naofumi mit den anderen Helden ein paar Tricks aus und es kommt so mal wieder zum Streit, weswegen er abzieht, weil er keinen Bock auf den Kindergeburtstag hier hat. Sie ziehen also weiter und Naofumi trifft auf einen anderen Abenteurer. Sein Name ist Luck, er hat rote Haare und ist damit natürlich wichtig für den weiteren Verlauf der Serie. Die Helden sind hier auch auf dem Weg auf eine Insel, auf der man, naja, so richtig krass leveln kann und das ist wirklich der Plot von dieser Passage hier. So cashen sie also easy peasy Erfahrung ab. Und ja, abseits dessen, dass Naofumi ein Armband für Lucks Waifu bastelt und sie immer weiter leveln, passiert hier nicht wirklich viel. Gut, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass es kurz eine Strandfolge gibt. Aber naja, die überspringen wir einfach, weil die nächste Welle schon am Start ist. Nur ist dieses Mal Moby Dick nicht so wirklich einfach unterzukriegen. Dafür greift ihnen aber hier Luck unter die Arme. Und ja, dieser kann mehr ausrichten als die anderen drei Helden zusammen. Mit ihm geht dieser ganze Raid also hier ziemlich fix über die Bühne. Und nachdem die Helden dann nichts geleistet haben, wollen sie sich trotzdem einen Drop vom Monster holen. Bevor es jedoch dazu kommt, enthüllt Shanks hier, dass er in Wahrheit der Feind der Helden ist. Denn er ist zwar selbst ein Held, aber stammt wohl aus einer anderen Welt, die er mit dem Angriff auf
unsere Homies retten möchte. Weil das Ganze natürlich auch für seine Waifu gilt, merken wir, dass die beiden ordentlich was auf dem Kasten haben. Sie haben es hier aber nur auf Naofumi abgesehen. Ihr Kampf wird dann aber von der Waifu, die wir aus der vorherigen Welle kennen, unterbrochen. Denn sie gehört zu Luck und damit ist sie auch eine Heldin, aber eben aus einer anderen Welt. Naofumi nimmt es also hier alleine mit ihr auf und schickt seinen Squad auf Luck. Sie bekriegen sich also hier und Naofumi kramt mal wieder den Zorn-Buff aus. Ihm selbst liegt zwar rein gar nichts an seiner Welt, aber natürlich tut er für seine Kameraden alles, um sie zu beschützen. Gegen Fächergirl geht er hier trotz allem down. Bevor er aber völlig verliert, kommt einfach mal so Green Hair Waifu vorbei und beendet den Kampf hier friedlich, indem sie, naja, Fächer Waifu einfach mal so mit Alkohol ausschaltet. Ja, und wir bekommen damit keinen wirklich krassen Fight für das Ende der Staffel, denn die Welle geht damit auch hier zu Ende. Und an dieser Stelle gibt's auch mal einen fetten Applaus für die anderen Helden, da sie, naja, die Welle überlebt haben und sonst nichts gerissen haben. Nach diesem ganzen Kampf kommt auch das Pflanzen-Pokémon in Naofumis Squad. Weil, naja, ein Girl mit grünen Haaren hat er ja noch nicht, deswegen passt das. Sie gehört zwar eigentlich zum Bogentypen, aber sie wurde verstoßen, weil sie angeblich irgendwas zerstört haben soll. Und jetzt möchte sie sich halt ein bisschen verbessern und deswegen macht sie erstmal in unserem Squad mit. Jedenfalls hat Naofumi für seine ganzen Mühen das Gebiet der alten Gegend von Raftalia bekommen. Raftalia ist damit zwar ziemlich happy, aber auch traurig, weil es eben so wirkt, dass Naofumi ihr Leben nach seinem Abgang vorbereitet. Denn wir erinnern uns zurück. Sobald er die Wellen geschlagen hat, wird er wieder in sein Otaku-Leben zurückgeportet. Er versichert Raftalia aber hier, dass sein Ziel darin liegt, eine neue Heimat für sie alle zu erschaffen. Weil, naja, sein Kollege Rimuru hat das halt auch letzte Woche gemacht. Deswegen findet er die Idee ganz fresh. Wie dem auch sei, meine Damen und Herren, das beendet fürs Erste The Rising of the Shield Hero Staffel 1. So Freunde, heute mal oldschool ohne Facecam die Abmoderation. Ich hoffe, das Video hat euch hier gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier da und enjoyt auf jeden Fall auch die zweite Staffel von Shield Hero, die nämlich heute rauskommt. Die Folge 1 ist nun heute erschienen am 6. April. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr Shield Hero allgemein so findet. Ich bin damit raus. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf den Kanal hier da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.